Hallo Freunde und willkommen zurück zu Crisis Core. Ich habe ein paar Missionen gemacht, weil ich mir da gedacht habe, das wird auf Dauer sonst für euch auch langweilig, wenn ich da in den Missionen drin festhänge, ist ja im Endeffekt immer dasselbe. Nur bei manchen Sachen wäre es vielleicht recht spannend, vielleicht zuzusehen. Ich denke mal diese Missionen, weil die sind die, wo wir den Typen helfen sollen. Der es scheinbar nicht allein schafft, Soldat zu werden. Und hier haben wir schon die zweite Mission für ihn. Die erste habe ich schon gemacht. Das war Strandgut. Ich habe da nicht bedacht, dass da immer diese Sequenzen mit ihm kommen. Und wir werden uns um die Piratenware kommen. Unsere Inspektoren melden illegalen Handel mit Shinra-Accessoires auf dem Schwarzmarkt in den Slums. Die verantwortlichen Shinra-Mitarbeiter wurden bereits inhaftiert, doch noch immer befindet sich Firmeneigentum im Umlauf. Begib dich in die Slums und konfiziere die Accessoires. Drei Drohnen gibt's zu finden. Ich finde es das geil, dass es aussieht. Ich finde, es sieht echt sogar teilweise hier so. So, jetzt wenn du so ein Mitglied bist bei den Slums, teilweise richtig geiler aus als beim Remake, finde ich. Ich weiß nicht, irgendwie. War nicht, dass das Remake jetzt schlecht oder schlecht ausgesehen hat, aber irgendwie zieht das mehr bei mir, keine Ahnung. Activating Combat Mode. Fühlt sich zumindest so an, finde ich. Keine Ahnung. Aber schauen wir einfach mal. Wir müssen sowieso mal hier erst einsammeln. Die zweite Truhe ist hier drüben. Und die dritte dort drüben. Supi. Dann haben wir das alles auch einmal erledigt. Gut. Activating Combat Mode. Sehr schön. Dinge easy. Thank you, Professor Zack. Professor. Amazing as always. You're a great reference. Okay. You must be ready now. Go on the next mission yourself, okay? Ich muss das Mikrofon noch einrichten wieder. You're right. Yes. I can't argue with you, Professor Zack. Yes, you can do it. You're a soldier. Be confident. Do me a favor. Bury my body on top of a hill with a view. Duh. Come on. All right then. But this is the last time. Much obliged. I'm so sorry. Ja, was tut denn der dann, wenn der wirklich bei Soldaten genommen wird? Der erreicht ihn noch vor uns Stufe 1. Door. Diebesgut. Ah, Diamantenhandschuhe. Die von einem Shinra-feindlichen Element gestohlene Fracht ist im Inneren der Platte wieder aufgetaucht. Die Gruppierung wurde zwar eliminiert, doch die Fehlfunktion eines KI-Waffensystems verhinderte die Wiederbeschaffung unserer kostbaren Fracht. Für die defekte Waffen haben wir keine Verwendung, also zerstöre sie und sammle unsere Ware ein. Nur freilich. Schauen, oftmals ist die Truhe gleich zu Beginn. Oder eine zumindest halt immer. Activating Combat Mode. Die Flügel? Tatsächlich. Later. Conflict resolved. Okay. Bisher habe ich noch keine Truhe gesehen. Das soll mal einer verstehen. Oft stehen sie auch hier ganz blöd in der Ecke. Man siehst das nicht und rennst vorbei, ne? Hermesstiefel, nur bitte. Das klingt ja schon mal recht interessant. Da drüben ist die letzte Truhe. Activating Combat Mode.
Conflict resolved. Oh, yeah. Sehr gut. Gut. Dann pack mal ein, das Drühlein. Activating combat mode. Bring it on. See it. Hot. Hot. Und die gehen schnell kaputt. Oh, yeah. So. Kraftreif, schön. Waren mal tolle Sachen dabei. Nicht immer nur Tränke. Good work, both of you. Where is Zangiel? He's gone missing. Somewhere I should see. You're in for it now. Concentrate. I'm feeling it. Conflict resolved. Perfekt. Oh yeah. Gerade noch geschafft. You're incredible, Zach. It's been such an education. Ja, das kann man richtig vorstellen. Rang 3 Soldat Stufe 4 ist er. So, what about the next mission? Yes, the next mission. I'll be doing it myself. Ah, so you're finally up for it. But, truth be told, I'd like to see you in action one last time. That's a lot of last times. You've become such a great role model for me, Zach. Yeah, natürlich. You're the kind of operative that I want to be. Well, now you're making me blush. Okay. If der weiß genau, feel, wie er uns kriegt. Der you're weiß es genau. Zach. Ja, ich bin der Beste. Ich bin der beste Sack, ja. Gut. Schauen wir mal, auf welchem Level die ist. Auf 3 gestohlene Lieferung, Perlenkette. Ich vermute, es wird dann noch nicht vorbei sein. Aber wir starten noch rein. 3 ist noch. Kann man zumindest versuchen. Was sagt die Karte? Gut, da hinten könnte was sein. Ja. Aber so gut versteckt, dass du sie gar nicht gesehen hast. Und die gar nicht erkennen, die hier. Cool. Activating combat mode. Take that! Got him! Und der mehr? Den wir gar nicht gesehen. Conflict resolved. Ich glaube, der wollte sich gerade heilen. Oh, yeah. Hat gerade Vita machen wollen. Ja, Glück gehabt. Schön hinten rein ins Kreuz. Voller Stolz. Mit Ehre kämpfen, ja. Deswegen hackt man von hinten nieder. Naja, so Schmäh, hä? Hier ist die Truhe. Schön. Eisenreif, Eisreif, so. Hallo! Nice, und 15, oder? Yeah. Stufe 15. Schön. Much obliged, boss man. What I learned from you, also aufgeschickt, jetzt ist Stufe 5. Jetzt redet er schon besser, ja? Und tiefer. Boss man, Zach, I swear I'll never forget what you did for me. Yeah, you've certainly toughened up, huh? Oh, you know it, boss!
ist ja Stufe 5. Das ist, hat er richtig Eier in die Hose gekriegt. I'm going on the next mission. And I'm gonna show everyone who's boss, boss. Gut, Junge. Wait, are you really the same guy? Boss man, see you later. Yeah. Wahrscheinlich ist es nicht. Perlenkette. Irgendwas war mit dem dann noch. Der, ich glaube, der hat dann eh Probleme bei seiner Mission oder so. Jetzt ist es schon auf 4. 4 ist mir zu wild. Hier hätte ich dann noch. In den Tiefen. Okay, das kann ich ja natürlich offscreen machen. Hier genau Odin Materia, gut, denn. Den besiegen auf der. Ja, da warte ich lieber noch. So, was. Wo waren wir jetzt überall? Hier war ich gar noch nicht drin, oder? Besprechungsraum. Na genau, wir sind zum Lift. Jetzt ist nur meine Frage, sind wir noch einen Trainingsraum zusätzlich, ne? War das nicht hier? The training room is currently being used for top secret research. Hence, entry is strictly prohibited. It is off limits, even for you, Mr. Soldier. But I, being the coward that I am, cannot muster the courage to enforce this prohibition. Thus, whether to enter or not will be up to you and your conscience. Okay, jetzt möchte ich erst Richter reingehen. Ah, den kenne ich. Okay. Professor Hojo is here today. Hab ich schon gesehen, ja? Don't do anything to agitate him. It could start a lot of trouble. Ah, der sagt nichts, der ist stumm. Der schaut nur starr geradeaus. Ah, there you are. Now, let us begin the experiment. Huh? Experiment? Me? Never mind. Just make your way to the training room. Okay. Not without knowing what for. You wouldn't understand it if I told you anyway. But I want to verify the virtual data gathered from a soldier operative's combat results. You are going to help me validate my data by participating in a simulated combat scenario. Ich zeige ihm, wozu ein Soldat fähig ist. Schauen wir mal. Now, my precious virtual data. Defeat this sample and prove my greatness to the entire world. Did you say something? No, nothing. Now we begin. Oh je. Schon wieder ein Blödsinn gemacht. Activating combat mode. Out of the way. Conflict resolved. Oder auch nicht. Ich meine, der Anfang war ja mal gut. Ach so. Okay. No, this can't be. With the settings off. Das war ja One-Hit, Hojo. Was ist da los? Or maybe I'm just playing better than your data? To make such a bold claim, you need to provide more solid data. Fight this next monster and prove your superiority to me. Okay. Klar. Against these new settings, you will be. Say again? Oh, nothing. Now, let's begin. Okay. Ja, bin ich gespannt, was jetzt kommt. Activating combat mode. Alles klar, genommen. Okay. Oh, yeah. Schön.
Die ersten sind ja jetzt bis jetzt easy. This is impossible. Were the settings off yet again? Ja, ja. You see? That's what Soldier can do. Second-rate Soldier, maybe. No, third-rate. Mhm. If you truly are first-rate, then fight my next data. Prove to me that you can win. Ich bin jetzt zweiter Klasse. Okay. Not everyone can become an elite warrior like Sephiroth. Huh? What? Oh, nothing. Now, let's begin. Okay. Legen wir los. Was kommt jetzt? Activating combat mode. Complete resolved. Ich hab da mit mir verarschen. Oh yeah. Das sind die alle. It appears that you have the talent to become a fine study sample. Not really a talent I want. You should be proud. Samples like you only appear every 2 years or so. Yay? Yay? By the by, I have an extra special program you can fight. Interested? Extra special program? Some data I designed on a lark that displays power inconceivable in reality. Oh yeah. Professor Hojo, you can't possibly mean to use that data on a human. Es kann nur geil werden, ne? Not that one. It's way too dangerous. Schauen wir mal, ne? It would be a worthy opponent for a first-rate operative. Bin aber zweitklassig. Such as yourself. Immer her damit. Hey, I'm warning you. Don't do this. That program is way too dangerous. Das fickt uns jetzt wahrscheinlich voll weg. I agree. It may cost you your life. I'm not exaggerating. Die anderen waren jetzt so easy und der passt vor eine. You're indeed a sample worthy of my attention. You need not worry. I will see to it that your remains contribute greatly to science. Super. Now, my precious virtual data, prove my greatness to the entire world. Mein Gott. Der redet gern, gell? Der hört sich gern selbst drin. Ah, ja. Oh Gott. Activating combat mode. Take that! Mach ich denn überhaupt Schaden? Aber ein bisschen. Brace yourself. Sehen wir mal unseren Ifrit. Experiment Nummer 88 besiegt. Behemoth. Astounding. This is most unexpected. Ich habe ja FP frei gehabt. Wait. I formulated a new hypothesis. Super. You were saying something about my remains? Yes. My knowledge, ability, and inspiration have forged a new path. You and I will share a special relationship. Kann man richtig vorstellen. Did you hear me? Nah. Yes, my knowledge, okay. Ability, and inspiration have forged a new path. Errungenschaft am Abend, ein wahrer Soldier.
Buffalo Soldier. Gut, das war der Trainingsraum. Fürs erste Mal. Das war noch nicht alles, Freunde. Da kommt noch mehr. Da kommt bald noch einiges mehr auf uns zu. Aber jetzt, wo wir so gut unterwegs waren. Warte mal. Ausrüstung. Wir haben ja einiges dazu gekriegt. Diamanthandschuhe. ATK, mal geschützen vor Stumm. Mhm. Machtreif, Magie und Willenskraft, Eisenreif. Erhöht MP, erhöht den Schaden, Sternenanhänger. Schützt vor Gift. Schützt vor Benommen. Schützt vor Stopp, Perlenkette, vor Gift und Stumm. Ich bin ja tatsächlich dazu versucht. Amulett habe ich auch. Diamantschuhe anzulegen. Also wir würden nochmal ATK dazugeben. Magie würden wir kriegen. Wir würden so Vitalität nochmal um 5 runterfallen. Aber sie hätten auch einen Stummschutz, was ich eigentlich gerade präferieren würde. Der ATK-Boost, ich hoffe, dass wir den bald voll haben. So, was ist hier? Wir haben ja, ich habe so komische Dinge bekommen. Kann ich damit irgendwas anfangen? Hey, you have a Mako Stone with you already. Genau. Can you leave that with us, possibly? We can make it into Materia. Klar. Dem Forscher, den will Mako nicht ausgehen, dann kriegen wir wahrscheinlich jetzt wieder. Oh yeah, if you want, you can stay and watch us generate Materia. Schauen wir mal, wie es aussieht. Commencing Materia Generation. Die Musik. All hands, confirm status. Spitze. Ready, sir. Traum. Main engine is on standby. Just give the word. Main engine online. Report Mako concentration rate. Alter, huh? Das tut das. Concentration rate at 20, 30, 40. Steady at 50%. Increase main engine output. The first 30 seconds of the process is crucial. Aye, aye, sir. Output 80% and rising. Die Musik aber. Concentration still static. Ready cooling system. Increase Mako output to maximum. Output at 120%. 1 minute until we reach critical point. Okay. Mako energy concentration rate is rising. 70, 80, 90% and still going up. Yeah. All right. Hang on, we're almost there. Concentration rate confirmed at 100%. Kriegen wir, kommt dann die Schlusspointe da, dieser. Main engine shutdown confirmed. Hello, Materia. Okay, then let's see. Materia is complete. And it's a good one. It was made from your Mako stone, so this Materia belongs to you. Actually, it's been a long time since we made any Materia here in the Materia room. Like everyone, we have our problems. Medica, schön, Medica ist auch nicht schlecht. Das ist halt natürlich super, wenn Medica heilt ja alle Statusveränderungen. Wenn du stumm bist, hüpfst du nicht. Hey, you have a Mako Stone with you already. Freilich. Can you leave? Was haben wir noch? Noch einen. Diesmal brauchen wir uns das nicht anschauen. Thanks to you, we had the opportunity to make new Materia. Let's see, your name was Zach, correct? I'll remember that. Cool. Gift. Da geht mir hoch der Stift. Hey, you have him. Can you leave that? Ja, freilich. Deswegen bin ich hier.
Oh yeah, if you want, you can. Ah, bitte nicht. You're Zack, correct? Ich war gerade da. Seit, seit 5 Minuten stehe ich schon bei dir. Seit 5 Minuten. Sadly, our days of working together. Oh. May be coming to an end now. Alle haben sie Probleme immer. Stille. Hey. Oh, you have a Mako Stone with you already. Can you leave that with us, possibly? Wie für Robin? TP Mako needs. Oh yeah, if you want, you can. Alter, das wäre schon langsam müde. I can't thank you enough, but I'm afraid that the Materia Room will be shut down soon. Oh nein. Materia Research and Development is spearheaded by Arms Development, Scarlet, which is under the command of Director Scarlet. Sehen wir die eigentlich auch? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Boah, wie schaut denn die hier dann aus? But the ist schon hot, room belongs die Dame. To the Soldier aber Department. Beast. The Materia Room's underperformance is due to lack of funds and staff, unlike the well-endowed Arms Development. Stille Klinge. But still, everyone sings praises about the Mako Stones you bring us. The new materia we generate, we give to you. But in addition, we also make copies that are supplied to other soldier operatives. If we could keep churning out new high-quality materia, maybe that would change the Materia Room's reputation. Bestimmt, sehr gut. Okay. Dann haben wir hier das noch gemacht. Ich würde eigentlich Story weitermachen, aber jetzt hat mir das so beschlagnahmt, das Ganze. Dass ich das gar nicht machen kann mehr. Und jetzt geht mir wirklich, ich bin jetzt richtig, ich merke gerade richtig, wie es mir das Gesicht schon rumzuhängen und fängt, dass ich bin wirklich im, bin müde. Ja. Hat mir jetzt gut erwischt. Haben wir noch irgendwas missionstechnisch, was easy zum Managen wäre? Und die Wutheilkrieger sind da schon 4, ja, das. Okay. Gut, dann mache ich das noch, dann kriegen wir noch ein Ding. Makonit. Und dann haben wir ja, habe ich doch hab nur Missionen eigentlich gemacht. Silber. Activating combat mode. Take that! Got him! Conflict resolved. Wurm besiegt. Oh yeah. Gut, wir stehen noch gut, oder? Da drüben ist sein. Wie ist ja das der Gegner? Super, ich hab kein Eis. Ah, Scheiß. Activating combat mode. Ah, ist schon kaputt. So. Conflict resolved. Und dann haben wir nochmal Glück gehabt. Glück. Dunkelbar. Cool. So, da jetzt freigeschaltet. Okay, jetzt sind wir schon bei der 4 Mondhafe. Ja, bei den Dingen. Odin machen. Wäre halt auch noch nicht jetzt unbedingt. Jetzt, weil ich so müde bin, möchte ich mir nicht unbedingt einen schweren Gegner stürzen, weil dann wird das wieder nichts. Aber normaler. Ach, das waren jetzt keine Makoniten, oder? Die geht das nicht. Das Umwandeln. Ich versuche es einfach auf jetzt auf blind. Aber damit was anfangen kann. But still,
Everyone's the new. Ja, natürlich sind das keine. Okay, Freunde, ja, es wird eine kürzere Folge. Jetzt sind wir bei 30 Minuten. Ich bin wirklich K.O. Tut mir leid. Wir werden das dann in den nächsten Folgen dann wieder reinholen. Das verspreche ich. Dann machen wir dann wieder weiter, auch mit der Story. Aber jetzt werde ich speichern und mich ins Bettchen begeben. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.